Hey ja, und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um etwas sehr Kurioses, was ich gesehen habe und dachte, ja, das muss ich haben. Nämlich das Teil, was hier vor mir steht. Ein CD-Wechsler für 300 CDs. Braucht man nicht, ist aber irgendwie wohl cool. Als ich da gewesen bin, habe ich mit dem Verkäufer noch ein bisschen Smalltalk gehalten, sage ich jetzt mal. War sehr nett, wir haben noch über meine alte Ausbildungsstätte gelästert. Und dann bin ich zurückgefahren. Ich hatte es ein bisschen eilig gehabt, ne? Weil ich vergessen habe, dass hier noch jemand auf mich wartet, um einen Verstärker zu reparieren bzw. ein Relais neu aufzulöten, weil das wohl abgegangen ist. Da war ich auf der linken Spur, ne? Zieht dann so 5 Meter vor einem anderen Auto, was auf der rechten Spur war. Ich bei 200, zieht dann noch ein Motorradfahrer drüber. Ich habe gedacht, jetzt ist vorbei. Ist zum Glück nicht, aber das Teil ist hinten ein bisschen durchs Auto geflogen. Das Teil sollte von Anfang an nicht hundertprozentig funktionieren. Er sagte, ja, manchmal spielt er CDs, manchmal nicht. Aber ich kann mich darauf einstellen, dass da drin irgendwas gebrochen ist. Und ich weiß auch nicht, wie man so blöd sein kann, 5 Meter vorher noch rüberzuziehen. Ich habe mir schon gedacht, will der jetzt rüber, will der jetzt rüber? Ich habe extra ein bisschen Abstand gehalten. Und dann, nee, macht er nicht. Und dann 5 Meter vorher, also das ist kein Lästern über Motorradfahrer, sondern nur über diesen einen, ich weiß nicht, ob der krank im Kopf ist oder ob er mich einfach nicht gesehen hat, aber mein Auto ist nicht zu übersehen, glaube ich. Aber, na, so von 200 auf 50 runtergebremst, das ist schon, habe ich noch nicht machen müssen. Das ist riesengroß, also so groß wie 2 Tape-Decks hintereinander so ungefähr. Ich habe hier gerade mal schon ein paar CDs mal rausgesucht. Die sitzen jetzt hier drin, ne? Und als ich den das erste Mal angeschlossen habe, hat er direkt geguckt, okay, sind da noch CDs drin, waren aber keine. Und hier kann ich dann so durchgehen quasi und alle 300 CDs einzeln anwählen, beziehungsweise einfach nur das Rondell drehen, damit ich loslegen kann. CD 1 habe ich reingepackt, hier ist auch extra so ein Aufkleber drauf, Keep Label Facing Right, also hierhin und das Label sitzt auf der Seite. Ja, das stimmt. Also nehmen wir mal CD 1. Und spielen das Ganze mal ab. Der fährt das Ding jetzt da hinten ungefähr hin. Er macht was und holt sie wieder raus. Und versucht das dann ziemlich oft nochmal. Ich habe das schon ein paar Mal versucht. Da ist beim Fastunfall das Teil tatsächlich wohl zu Schaden gekommen. Ich wollte noch hinterher mir das Nummernschild aufschreiben deswegen. Aber meine Ausfahrt war dann auch 1 Kilometer weiter. Und ne? Ich habe noch nie so einen Schrecken gehabt wie an dem Tag, ne? Das könnt ihr mir glauben. Also jetzt macht er nichts mehr und ich kann das Teil nicht mehr bedienen. Ich weiß nicht, ich kann es nur ausstellen. Also der Knopf ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es vorher schon so gewesen ist. Ich habe übrigens auch die Fernbedienung mit dazu bekommen und das ist wohl ein ganz schniekes Ding eigentlich. Das Teil ist sogar beleuchtet und hier kann ich so ein paar Sachen einstellen. Ja, versuch nochmal, aber der wird es nicht machen. Der leuchtet nur ab und an mal so schön und dann passiert gar nichts mehr. Ich würde mal schauen, wir gucken uns das Ganze mal von nahem an. Da muss ich dann hier die 500 Schrauben für die Oberseite lösen. Ich kann nochmal die Rückseite zeigen. Irgendwas Polnisches da drauf oder so. Second CD. Hier ist wohl irgendwas von innen befestigt an der Stelle. Control A1, 2. Kommandomodus, 1, 2 oder 3 und optischer Audioausgang. Na gut, ich zerleg mal. Ich hatte wohl recht, ne? Dieses Teil gehört auf jeden Fall nicht hin. Also sieht so aus, als wäre das irgendwo abgebrochen und als müsste ich das an der richtigen Stelle wieder befestigen. Fragt sich nur, wo das irgendwann original mal befestigt war. Vielleicht habe ich ja Glück und finde so eine Art Explosionszeichnung zu dem Ding hier, weil man muss ja solcherlei Mechaniken erstmal verstehen können. Ich hätte jetzt nämlich als erstes mal auf den Riemen hier getippt, weil sich der Motor weiter dreht, aber hier nichts mehr passiert. Aber das da, das muss erstmal raus. Gut, versuch dein Glück nochmal. Ja, nee, wieder rein da.
Ja. Ja. Gucke mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, da kommt was raus. Dann lassen wir ihn mal wechseln auf CD10. Das ist das mit dem weiß-blauen. Okay. Das scheint in Ordnung auszusehen. Ja. Dann würde ich sagen, muss ich das Teil jetzt erstmal voll machen mit CDs und ein bisschen testen. Aber vorher würde ich eigentlich sehr viel lieber hier ein bisschen was auseinandernehmen, um nachvollziehen zu können, wo du herkommst. Wenn er sagte, ja, das Teil würde abspielen, aber nicht immer, würde ich erstmal auf den dreckigen Laser tippen. Aber wenn ich den Laser jetzt sauber mache und keinen Defekt feststelle, weiß ich nicht, ob es der Laser war. Ich will euch mal was Cooles zeigen. Wir haben jetzt Disk 21. Ich glaube, dafür hat er noch die Titel im Speicher, ne? Aber die Kommunikation läuft hier hin und her. Ja, würdest du die wechseln jetzt oder? Hier ist jetzt das Problem, dass die Titel alle nicht passen. Die gehören zu der CD, die ich just gerade eben aus einer COE-Datei gebrannt habe. Ich weiß nicht, warum ich dieses Album besitze, aber ich habe es mir scheinbar mal mit einem Programm namens Exakt Audio Copier oder Audio Copy irgendwann mal kopiert, weil ich wohl dachte, ja, das ist wohl toll. Wo die CD ist, keine Ahnung. Jetzt gucken wir hier. 14 gibt es natürlich nicht, ist klar. Aber eigentlich wollte ich euch zeigen, dass hier, genau, sukzessive, jetzt werden hier Sachen übertragen. Da stand gerade noch Track 3. Du siehst quasi, wie das Teil arbeitet. Wir haben sie aber ein bisschen rumgeschlampt bei dieser CD. Track 4 hat nämlich keinen Titel. Ist wohl irgendwie schon cool, ne? Also die CD, die ich gerade anhatte, die habe ich, glaube ich, auch mal für einen Zehner irgendwo auf dem Stadtfest gekauft. Weil ich die Musik damals wohl toll fand. Gibt es, glaube ich, auch bei YouTube zu sehen. Ellie Band heißen die. Und guck dir das mal an. Die haben sich hier so eine Vinylplatte genommen. Richtig cool auf jeden Fall. Ich versuche das Teil gerade mit CDs zu füttern, weil alles klappt, was ich möchte. Also der zeigt mir die CDs an. Die CD kommt wieder raus. Oder die lasse ich drin. Aber die Hälfte davon sind irgendwelche CDs, die irgendwelche Leute mal in irgendwelchen Laufwerken vergessen haben, wenn ich irgendeinen PC gekauft habe oder so. Dann fülle ich die mal da rein und lasse das Ding hier ein bisschen stehen und gucke, wie es sich anstellt. Und ich habe hier auch gerade rausgefunden, wo das Teil fehlt. Ich glaube, ich kann euch das am besten so zeigen. Guck mal hier. Oder besser gesagt, das Teil hier. Siehst du, da unten dieses rote, da ist eine Schraube drin und da fehlt die Schraube und das läuft jetzt auch gerade so. Ich überlege, ob ich das jetzt repariere oder einfach später mache, weil ich, weiß ich nicht, weil läuft ja jetzt und wenn. Ich könnte prophylaktisch mal den Laser reinigen, aber der hat jetzt gerade nicht rumgezickt, auch irgendwie so. Ich fütter das Ding mit CDs und gucke, ob das überhaupt bei mir hinpasst irgendwo. Ich meine, den Bereich kennen wir hier ja, aber ich habe schon Probleme mit dem Verstärker, den hier hinzustellen. Ne, da ist nicht immer so viel Platz, aber wir müssen schauen. Ach, und da ist Karl. Ich bin also mal hingegangen und habe das Teil dann in der Ecke mal zerlegt. Das besteht aus ein bisschen Plastik, Metall, einem großen Zahnrad und eben der CD-Laser-Laufwerkseinheit. Und wer so ein Teil schon mal gesehen hat, das hat meistens in allen vier Ecken so eine Lagerbuchse und da sitzt ein Stift drin und der ist festgeschraubt. Oder an diesem Stift ist eine Schraube drin. Da waren nur noch zwei von fest. Das dritte haben wir ja gerade am Anfang gesehen, das lag da so drin und das vierte, das fehlt einfach. Funktioniert aber so jetzt gerade ganz gut. Ich glaube, da war schon mal jemand drin gewesen, weil dieses Garantiesiegel so halb ab war. Genau beschwören kann ich es nicht, aber wo ist das andere Teil? Ich meine, läuft so, aber. Mir ging es ein bisschen besser, wenn ich wüsste, dass es da ist. Das Teil hier hin, das habe ich jetzt mal wieder fixiert. Hätte vielleicht Probleme gegeben, wenn auf der gegenüberliegenden Seite was rausgebrochen wäre. Dann würde die CD da nämlich schief drin hängen. Aber das tut sie nicht. Und ja, ich habe mal alle CDs reingepackt, die ich so finden konnte. Das sind 41 Stück. Mehr habe ich nicht. Also Audio-CDs. Ich habe sicherlich noch irgendwo eine gebrannte oder sowas, aber
ich wüsste jetzt auch nicht wo und dann muss ich erst gucken, okay, ist das eine MP3 oder auch nicht. Sehe ich gerade, hier ist noch eine. Es ist, wie es ist, genau. Ja, was soll ich damit? Und dann können wir uns das nochmal anschauen. Schiebt die CD zurück. So. Holt sie dann da raus, schiebt sie da rein. Und dann kann die Party losgehen. Ich wüsste nicht, was man da noch großartig einstellen kann. Ich habe gerade mal kurz gegoogelt in einem Forum. Da wurde gesagt, bloß nichts an der Lasereinheit verstellen. Also an der Einheit, die dann sagt, ja okay, da und da ist CD Nummer so und so. Aber das Teil läuft auch und hier sage ich jetzt auch Never Touch a Running System. Wenn das so läuft, Klappe drauf, dann stelle ich das in die Ecke, benutze das ein bisschen und eventuell, also ich habe mal nachgeschaut, für 500 € kann man das Teil kaufen gerade, wenn man es denn mal bekommt. Jemand anderes verkauft es für 300 €, allerdings fehlt dann da die Fernbedienung. Also ich habe hier wohl irgendwas an Wert, aber wahrscheinlich auch nur an Sammler, weil wer hat 300 CDs zu Hause? Aber weil das Teil jetzt funktioniert, kann ich es euch ja auch einmal so in Aktion zeigen, so ein bisschen. Müsste ich nochmal wieder sauber machen, hier so ein Stück. Aber das ist eigentlich ganz easy peasy. Dann gehst du nämlich hier hin. Fantastik. Ist das die letzte CD, die ich hatte? Ja, tatsächlich. Machst du hier Play, kannst du auch an der Fernbedienung dementsprechend tun. Und auch durchseppen, ganz normal, wie man das kennt. Einen Titel vor oder zurück. Vorspulen im Song an sich kannst du aber nur mit der Fernbedienung tatsächlich. Hier können wir nur damit einzelne Lieder vorgehen. Hier können wir CDs durchsuchen und wenn ich jetzt sage, ja, ich würde die CD gerne wechseln, dann dauert das eine 15 Sekunden. Ich habe auch mal den Shuffle-Modus ausprobiert, das macht er dann aber nur pro CD, weil wenn man ein Lied von einer CD spielt und dann, ne, 15 Sekunden jedes Mal warten müsste, wäre glaube ich schon ein bisschen nervig. Es gibt ja auch noch irgendwie Mega Control und X-Fade, da sagt er aber No Connect. Ich schätze einfach mal, dass es dazu da ist, wir haben ja vorhin gesehen, auf der Rückseite kann man einen zweiten CD-Player anschließen, dass er dann einmal fadet, während er eben die CD wechselt, damit wir eine nahtlose Wiedergabe haben. Ich kann es aber nicht ausprobieren, weil ich nicht mal weiß, welchen CD-Player ich dann noch zusätzlich bräuchte. Vielleicht sogar das Teil nochmal, aber wer hat das? Eine Radiostation vielleicht? Wir haben da oben jetzt ja nicht CD-Text stehen, das heißt, auch hier steht einfach nur Track 1, 2, 3 und so weiter drauf und beim Übertragen ist einfach nichts da. Man kann aber auch hingehen und sagen, ja okay, ich vergebe einen Titel für die CD und für die Titel an sich. Das kannst du entweder hier mitmachen, dann klappt man das auf, hat dann hier eine Tastatur, oder man kann über den PS2-Port eine PS2-Tastatur anschließen. Ist ganz witzig und braucht man auch, wenn man da 100 CDs betiteln möchte. Da hat man, glaube ich, ein bisschen vorausgedacht. Und wenn wir jetzt eine CD wechseln wollen oder einlegen wollen, gehen wir erst auf Open Close. Dann muss der erst seine CD wieder ausladen quasi aus dem Laufwerk. Dann dreht er die Spindel, macht das Teil hier auf und dann können wir hier auch durchscrollen. Und nebenbei zeigt er auch den Titel an, wenn denn einer vorhanden ist. Und der Titel wird natürlich auch erst überschrieben, wenn er merkt, dass da keine CD mehr drin ist. Das heißt, wenn wir jetzt Disk 33 laden wollen, aber wenn wir die rausgenommen haben oder wenn sie ersetzt wird, dann weiß man auch, ah okay, da ist jetzt was anderes drin. Was er ganz, ganz selten mal macht, der denkt sich, ja, ich sitze nicht richtig und dann dreht er einmal ein bisschen weiter nach links und wieder ein bisschen weiter nach rechts und dann doch wieder ein bisschen weiter nach links oder genau andersrum. Macht er aber nur, wenn die Klappe offen ist oder viel Licht da drin landet. Macht er jetzt gerade nicht, kann ich euch nicht zeigen. Ist aber wohl kein Defekt, weil normalerweise leuchtet man da ja nicht die ganze Zeit rein und man hat auch die Klappe nicht ab. Also, ja. Funktioniert, sollte man vielleicht mal gesehen haben. In jedem Falle glaube ich wohl ein sehr, sehr kurioses Gerät. Ich versuche mir gerade Use Cases dafür auszudenken, auch wo man das vor 20 Jahren mal gebrauchen konnte. Also vielleicht sparst du dann Platz, weil man die CDs nicht irgendwo lagern muss, aber stell dir vor, da sind 300 CDs drin, ne? Und du musst für 100 CDs irgendwie Titel reinpacken. Also, ja gut, man kann den Shuffle-Modus verwenden, aber vielleicht für eine Party. Allerdings 15 Sekunden ohne Musik ist dann, hört das letzte Lied auf, ey, funktioniert glaube ich nicht. Vielleicht auch für Leute, die sagen, nee, ich lese hier gerade ein Buch oder eine Zeitung. Dann sitzt du da so und dann, nee, ich stehe jetzt nicht auf, weiß ich nicht. Ist sehr komisch. Aber das Teil, wenn ihr das genauso cool findet wie ich, wäre zu überäußern. Natürlich nicht für die 300 €, was ich da gesehen habe, aber auch nicht für die 30 € oder 25, die ich dafür investiert habe. Ein bisschen mehr sind die, glaube ich, schon wert. Aber 300 € würde ich auch auf keinen Fall dafür ausgeben. Und allein die Fernbedienung, ich will gar nicht wissen, was die kostet. Doch, ich gucke jetzt nach. Nee,
Die kannst du nicht einzeln kaufen, gerade zu diesem Zeitpunkt. Es gibt ähnliche Fernbedienungen, aber nicht welche, die so aussehen. Also ein Unikat. Ja, lasst mich mal gerne wissen, ob ihr sowas Ähnliches oder genau das Teil gehabt habt. Ich weiß, die Modelle gibt es auch, glaube ich, mit 150 oder mit 200 CD-Spindel. Hat man sowas besessen? Wollte man sowas unbedingt haben? War das cool oder eher nicht? Oder hat man sich dann doch irgendwas ausgedacht, irgendwie so ein Media-Player oder ein Kassettenrondell oder... Nee, dafür gebe ich kein extra Geld aus. Ich stehe wohl noch auf. Ich meine, ich mit meiner Plattensammlung hier, ich muss aufstehen alle 10 bis 15 Minuten. Aber eine Frage könnt ihr mir beantworten noch. Das habe ich nicht verstanden. Wenn man sich heutzutage ein Album kauft, dann hast du da zwei Platten an sich und auf jeder Seite sind 3 bis 4 Titel drauf. Irgendwelche Platten aus den 70ern oder 80ern. Die hatten dann 20 Minuten pro Seite oder 25. Why? Why is this? Ich verstehe es nicht. Also hört sich nicht schlechter oder nicht besser an. Zumindest nicht für mein Ohr gerade. Also es kann nur mit der Qualität zu tun haben, aber da musst du wirklich ganz schön oft aufstehen. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lass gerne irgendwas da. Irgendwelche Erfahrungen, sonst was. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao.